Okay, wir können erstmal der Bestie folgen, also den Bestienspur zurückfolgen in der Richtung, aus der sie gekommen sind. Den gestandenen Spuren folgen, auf das offene Feld begeben. Ich folge mal den Bestienspuren. Fehlschlag. Trotz deiner Anstrengung verliest du die Spuren im hohen Gras und auf trockenem Boden. Ja, mein Überleben war da nicht ganz so gut. Als du die Sache schließlich aufgibst, bist du noch weiter auf das offene Feld hinausgeraten. Oh, Seraphin hat Tiefblick. Du bist dir nicht sicher, was es ist. Vielleicht das Rascheln von Gras, das ein wenig zu laut ist, um vom Wind zu stammen. Oder die Tatsache, dass jede dieser Leichen nur ein kleines Stück weitergekommen zu sein scheint als ihre Vorgänger. Jedenfalls hast du das unangenehme Gefühl, beobachtet zu werden und vielleicht auch verfolgt. In Richtung des nächsten Wäldchens schleichen. Teilerfolg, wäre Fehlschlag. Xoti natürlich. Du bewegst dich nahezu lautlos in Richtung der Bäume. Xoti ist jedoch nicht so leichtfüßig und bringt das Gras zum Raschen. Scheinbar aus dem Nichts stürzt sich eine riesige Katze auf Xoti, wirft sie zu Boden und vergräbt lange gebogene Krallen in ihre Seite. Die Bestie schützt davon noch, bevor du die Gelegenheit zu reagieren hast. Du hilfst Xoti auf die Beine, da laufen. Lauft ihr beide so schnell ihr könnt in Richtung der Bäume. Du hast einen Blick auf muskulöse, pelzige Gestalten, die sich zwischen den Bäumen verbergen. Offen dem Gegenüber treten, was sich im Gras verbirgt. Versuchen, die Laura abzulenken. Fehlschlag. Oh. Der Stein, den du in den Wald geworfen hast, klingt. Ich hätte Fingerfertigkeit gebraucht. Klingt keinesfalls nach einer fliehenden Beute, wie du gehofft hattest. Gerade als du dir langsam Sorgen machst, damit dein Standort preisgegeben zu haben, statt ihn zu verbergen, springt ein Sturm aus Klauen, reißt ihn und fällt aus den Bäumen hinter dir hervor. Du spürst einen betäubenden Schmerz, während die Bestie ihre Krallen über deinen Kopf zieht, nur um daraufhin schnell von dir wegzuspringen. Yay, ich bin verletzt. Sie pirschen sich an dich heran. Ich hätte mich ihnen einfach offen stellen sollen. Ja, kann man wohl nichts machen. Ach hey. Großer Stegia, wilder Tiger, wilder Tiger, wilder Tiger. Okay. Das ist irgendwie böse. So, schnapp dir mal den wilden Tiger. Okay, wir brauchen dringend mehr Zeug hier auf dem Feld. Herzschuss gegen den großen Tiger wäre nicht verkehrt. Xoti, Heilung wäre auch nicht schlecht. Gesundheit Fenrir, dann.
machen wir mal das. Rufen den Atragan herbei. Xoti, du ruf auch mal deinen herbei. Xoti Heilkreis. Der Heilkreis bringt jetzt super viel. What can I do you for? Aschensplitter. Die aggressive Seelenenergie, die diesem dünnen Stahlstreifen wütet, scheint ihn von innen zu erwärmen. Als das helle Leuchten sich nähert, dröhnt in deinem Kopf der Rhythmus eines Herzschlags. Es ist nicht dein eigener, das Licht verdichtet sich zu den muskulösen Gesichtszügen eines riesigen Aumauners, der direkt auf dich zuschreitet. Oh Götter, mit einem erschrockenen Schrei weicht der Geist vor dem Leuchten zurück. Wehemai, Wächter, brüllt die Seele als... Sei es eine Herausforderung. Mit einem breiten, behandschuhten Finger zeigt er auf dich. I want it tougher, but you will suffice. Ich hätte ja lieber jemanden gehabt, der etwas zäher ist, aber du tust es notfalls auch. Wer bist du? Komm näher und sag das nochmal. Tut mir leid, aber... Was bitte? Sag nichts. Tut mir leid, aber was bitte? Listen better. Hör einfach besser zu, von... Dem Geist strahlt Hitze aus. Return your trophy to the old man. There is much left ahead of you to hunt. Gib deine Trophäe dem alten Mann zurück. Es gibt für dich in Zukunft noch einiges zu jagen. Far more to kill. Und noch viel mehr zu töten. Die Linien seines Gesichts verlieren den letzten Rest ihrer geringen Definition und verschwimmen zu einer formlosen Masse, bis die gesamte Gestalt sich in Luft aufgelöst hat. Well, wasn't he fun? Nun ja, war er nicht witzig? Gehen wir. Hast du irgendeine Ahnung, wer das war? Anscheinend will er, dass wir jemanden umbringen oder so etwas. Hast du irgendeine Ahnung, wer das war? He certainly wasn't nice, was he? Schwer zu sagen. Nett war er jedenfalls nicht, oder? Poor attitude aside, he knew of Ingari, and he knew what you're up to. Jetzt lassen wir mal seine Unfreundlichkeit beiseite. Er wusste von Ingari und er wusste, was du vorhast. Du sollst sehr vorsichtig sein. Anscheinend will er, dass wir jemanden umbringen oder etwas. Do you think this is why Gallowayne didn't want you here? Maybe the Slayer wants you to kill the gods. Glaubst du, dass das ist der Grund, weshalb Gallowayne dich nicht hier haben wollte? Vielleicht will er schlechter, dass du die Götter tötest. Ja, genau, ich töte die machtmächtigen Götter. Ja, ich töte sie, indem ich einfach sage, Eotas zerstörs Rat. Gehen wir. If we'll run into more like him if we continue with these trials. Ich frage mich, ob wir wohl noch mehr solchen Kropfzeug begegnen, wenn wir diese Prüfung fortsetzen. Sure thing. So, gibt's hier noch irgendwas? Was uns noch irgendwas bringt? Nicht wirklich. So, das heißt, da wir jetzt so schön angeschlagen sind, werden wir erstmal kurz zurückgehen und rasten. Wobei, warum sollte ich zurückgehen und rasten? Ich kann es auch irgendwo in der Pampa machen. Ich brauche nur Essen. Vergessliche Nacht. Kappa-Tee. Meeresfrüchte-Eintopf. Wahrnehmung, Geschlossenheit, Intellekt. Jede Menge Matrosenbrei. Verfassung und Macht. Verfassung, Geschlossenheit. Das wäre was für Xoti. Also ja, die Meeresfrüchte-Eintopf für Alof. Kann ich davon noch einen herstellen? Meeresfrüchte-Eintopf, ja.
Könnte ich sogar noch ein paar herstellen, aber einer reicht erstmal. So. Dann wollte ich noch eine gebratene Hackfresse. Also das ist für Alof und ihn. Wobei Matrosenbrei reicht eigentlich. Und ja, kein Alkohol, der hilft nicht so wirklich. Glasierte Nüsse, Gewandtheit, Wahrnehmung. Wäre eigentlich hier was für mich dann. Okay. Also, gebratene Hackfresse für Xoti. Meeresfrüchte, einen Töpfe für die beiden. Glasierte Nüsse für mich und Matrosenbrei für dich. So, sehr schön. Gibt es eigentlich sonst nichts mehr auf dieser Insel? Ne, sieht eigentlich so danach aus, als hätten wir alles erkundet. Gut, dann gucken wir uns jetzt die Kohatikana-Weite mal an. Je tiefer du in die Wildnis im Südwesten der Insel vordringst, desto dichter wird der Dschungel. Die Luft wird dicker und feuchter und das undurchdringliche Blätterdach lässt nur schwache Spuren von Licht durch. Der Pfad vor dir wird enger und führt dir die Finsternis. Das beständige Surren von Insekten macht entferntem und kaum hörbarem Flüstern Platz. Ein Ast knackt in der Ferne. Hast du das gehört, Frau Konstantin? Es wird still. Der Zwerg legt seine Arme um sich selbst und runzelt die Stirn. Da stehen mir die Haare zum Berge, den Wald betreten. Ranken aus grauen Nägel kriechen über die Wurzeln und Lianen und steigen langsam tastend nach oben, als du tiefer in die Insel vordringst. Die Luft wird undurchsichtiger und eine schwache Brise trägt ein leises Murmeln heran. Gerade als du die dichteste Stelle erreicht hast, teilt sich der neblige Sumpf wie ein Vorhang und zeigt dir erneut den Pfad, der vor dir liegt. Der Weg teilt sich in einen linken und einen rechten Pfad. Beide sehen ungefähr gleich gangbar aus. Die Pfade untersuchen. Hier gibt es keine Spur von Tieren, Wilden oder Gestandenen. Es ist, als hätte niemand zuvor diesen Pfad betreten. Auf beiden Pfaden sind die Pfade sich unheimlich ähnlich. Sie sind beinahe symmetrisch, als ob eine Glasscheibe zwischen ihnen läge, die einen der beiden reflektiert. Über dir biegen sich die Bäume wie vielfach verästelte Beine und ihre Glieder sind mit Ranken zu einem undurchsichtigen Wirrwarr verschlungen. Links. Du folgst dem Pfad. Aus dem undurchdringlichen Unterholz hörst du leises Rascheln. Erneut gabelt sich der Weg vor dir. Zwischen den beiden Pfaden findest du eine einfache Statue, ein steinernes Podest, auf dem das vieläugige Gesicht des Suchers thront. Okay, zurückverfolgen. Nach einigen Stunden führt dich der Dschungel in einen Wald, der trotz seiner wilden Wuchsleine vollkommen und natürlich ist Dichte des Dschungels, die dazu bietet. Du hast deinen Weg zurück zum Rand der Wildnis gefunden. Ja, Wald betreten. Wir nochmal. Und gucken mal den rechten Pfad. Du folgst dem Pfad aus einem undurchdringlichen Unterholz und hörst ein leises Rascheln. Erneut gabelt sich der Weg vor dir. Zwischen den beiden Pfaden findest du eine einfache Statue, ein steinernes Podest, auf dem das vieläugige Gesicht des Suchers thront. Untersuchen wir die Statue. Die Statue hat offensichtlich jahrhundertelang an diesem Abzweigung gestanden. Ihre Kanten sind verwittert und sämtliche Details von den Elementen zerfressen. Moos ist über das Fundament gewachsen und Ranken hängen von dem spinnenähnlichen Kopf herab. Die Augen des Suchers starren dich an, ohne zu blinzeln. Doch alles an der Skulptur wird ungewöhnlich symmetrisch, sogar die Vegetation, die an ihr herunterhängt. Mit Ausnahme des einen Auges, das der Statue auf der rechten Seite fehlt. Die Bedeutung der Statue interpretieren. Der Sucher wurde mit einem fehlenden Auge dargestellt, oder? Es wurde irgendwann entfernt. Die Statue von einem Rivalen auf der Insel verschandelt. Xoti untersucht die Figur. Ist doch seltsam, oder? Dass der Sucher als blind dargestellt wird. Zumindest teilweise. Glaubst du, der Kult des Suchers würde die Blinden mehr respektieren als der Kult des Schlechters, die Schwachen? Okay, den Weg zurückgehen wieder. Und ich mache an der Stelle mal, bevor wir weitergehen, eine kurze Pause.
Aber wir sehen uns dann gleich wieder.